Hola, soy Sol Calderón y represento a la Asociación de Empresarios de Castell, Playa Diario y Sagaró. Y también coordino el proyecto Ida 1 y Ida 2 en esta localidad de Playa Diaro desde hace varios años. Quiero dar las gracias a las entidades que han colaborado, a los participantes y a todas las personas que han estado implicadas en este proyecto. A continuación, Eva, que es una de nuestras últimas participantes, os explicará todo lo que hemos estado realizando durante estos años en Alemania. Muchas gracias. Hallo, ich heiße Eva Oetzel und ich bin der Praktikant aus der Gruppe IDA 2. Der Unternehmensverband von Castell Playa Diaro unterstützt seit 30 Jahren kleine Firmen in dieser Region. Seit dieser Zeit besteht eine Kooperation zwischen dem Unternehmensverband und Arbeit und Bildung in Marburg, um Teilnehmer der Programme IDA 1 und IDA 2 in Playa Diaro zu empfangen. Viele Ziele konnten bereits gemeinsam verwirklicht werden. Die jungen Teilnehmer, die nach Playa Diaro kamen, nahmen am Programm IDA 1 teil. Das Programm IDA 2 in Playa Diaro endet im September 2014. Die Teilnehmer an Workshops, den freiwilligen sozialen Aktivitäten, den kulturellen Ausflügen und den Aktivitäten des Ortes wurden in wöchentlichen Treffen besprochen und beschlossen. Träume, Erwartungen und Erwartungen können nach der Rückkehr gleich wohin analysiert und bewertet werden, um sie in den Alltag einbauen zu können. An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an die Teilnehmer richten, die durch ihre Illusionen, Zweifel, Ängste und Hoffnung zu einer Verbesserung unseres Lebens beigetragen haben. Wir hoffen, die Teilnehmer können ihre bei uns gemachten Erfahrungen in ihrer Arbeits- und Sozialleben mitnehmen und dort fortsetzen.